Aha, da seid ihr. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sail & Surf TV. Ich bin der Mario, euer Segellehrer des Vertrauens und Gastgeber der nächsten glorreichen Minuten hier. Vielen Dank fürs Einschalten, schön, dass ihr dabei seid. Was haben wir für euch mitgebracht? Was ist passiert die letzte Woche? Ein kurzer Überblick der Woche gibt's jetzt. Ja du, das merkt man doch, dass ich das jetzt schon wieder bin. Ach Schmarrn, da ziehst du jetzt ein anderes T-Shirt an und nimmst eine andere Sonnenbrille. Das merkt doch keiner. Ja gut, ich versuch's. Viel Glück. Sorry, mein Segelboot kam zu spät. Hier ein ganz kurzer Überblick über die heutige Sendung und ein paar Neuigkeiten. Unsere neue Seite ist online www.sailsurf.de. Einfach mal klicken und sich erquicken an den ganzen Fotos, Kurs, Videos, Booten und was sonst noch da drauf ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Der Uwe war auf Turn einmal rund um Mallorca mit der Bavaria 46 Cruiser mit unserer Adelante. Zu dem werden wir auch mal gucken. Ein Kundenwunsch, einmal beim Segellehrer segeln mit dabei sein, wird heute erfüllt. Wir nehmen dich mit, liebe Elisabeth. Sehen wir uns gleich an. Es werden T-Shirts verlost heute am Ende der Sendung. Also gut aufpassen, denn wir werden eine Frage zu dieser Sendung stellen am Schluss. Schön dranbleiben. Was gibt es noch? Ein Interview mit Robert Wilczynski, polnischer Goldmedaillist, Segelprofi, der hier auch Regatta-Trainings bei uns abhält. Den haben wir interviewt. Das Interview gibt es am Schluss als extra Link nur nochmal dazu. So, das war's. Oh mein Gott, mein Segelboot fährt los. Ich muss los. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Was für ein cooler Typ. Alles klar, wir schauen jetzt mal gleich zu Uwe Doble. Der war mit der Bavaria 46 einmal rund um Mallorca. Und im Hintergrund seht ihr ihn schon. Wir schalten einfach mal zu ihm. Uwe, wie schaut's aus bei euch? Ja, grüßt euch. Hier ist der Uwe von der Adelante. Wir sind gerade im Naturschutzgebiet in Caprera an der Boje. Wir genießen den Ausklang des Tages, Sonnenuntergang. Ich zeige euch mal ein bisschen die Bucht. Hier im Hintergrund das Kastell und die kleine Anlage, kleine Militäranlage mit einer Hafenbar. Sehr schön mit dem Dinghy da mal rüber zu fahren und einen zu trinken. Dann würde ich mal sagen, ich grüße euch alle in Poyenza, wünsche euch eine schöne Segelwoche und genießt Mallorca und den Sonnenuntergang. Bis dann, ciao. Ja, danke Mario. Also hier meldet sich der Uwe von der Adelante, direkt live aus der Cala Figuera. Und wie ihr seht, haben wir einen wunderschönen Liegeplatz ergattert. Essen steht auch schon auf dem Tisch. Mangiare, mangiare. Also, ich freue mich auf alle, die mal mit uns Turn fahren. Bis dann und ciao. So, danke dir Uwe. Schöne Bilder, da wäre ich auch gern dabei. Besonders bei Mangiare, mangiare. So, die Energien dürfen wir nicht verebben. Gleich geht's weiter. Keine Pause hier bei uns. Nächster Clip ab. Segellehrer segeln, viel Spaß. Hi und herzlich willkommen, ich bin der Mario, euer Segellehrer des Vertrauens. Die Elisabeth hat uns eine ganz liebe E-Mail geschrieben und sich gewünscht, auch einmal beim Segellehrer segeln dabei zu sein. Und heute geht ein Wunsch in Erfüllung. Hier die Bilder, vielen Dank für dein Schreiben, bis demnächst. Was die Janta-Schüler hier so in den Taschen haben und da gucken wir einfach mal rein. Aha! Wir gehen mal nach Backbord. Wieder vermeintliche Leinen, aber diese Leinen führen. So, hinter uns sehen ein sehr schöner Gaffelkutter aus dem 13. Jahrhundert. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich werde mir den Experten Christoph später einladen ins Studio und er erzählt euch ein bisschen mehr darüber. Bricht über uns herein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit uns auf dem Boot zu sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wunschkonzert.
So, das war der Clip, war. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und bevor mir die Berliner hier eins über die Mütze braten, stoppen wir das Ganze hier. Wir haben für euch ein Bootsvideo wieder fertiggestellt. Ihr habt noch nichts von einem RS16-Cut gehört? Geht auch fast gar nicht. Der ist ganz neu dieses Jahr auf dem Markt. Aber wer hat ihn? Wer hat ihn? Schauen wir es uns mal an. Clip ab! Calling me a thief, I'm robbing your town. So, das war der neue RS16 Cut von RS Sailing. Ein cooles Ding. Geht ab wie Schmidts Katze, lässt sich ganz schwer versenken. Der Dampendoni hat es versucht. Und wenn der es nicht schafft, wer sonst? Jetzt wird es eigentlich zum Interview gehen mit Robert. Wir zeigen allerdings nur einen kleinen Clip, weil das relativ lang ist. Ihr dürft aber gerne dann später, jetzt, nachher, irgendwann hier klicken. Ganz am Ende der Sendung blenden wir auch nochmal einen Link ein. Ansonsten hier würde es jetzt, wenn ihr von mir die Nase voll habt, könnt ihr hier klicken und zum Robert klicken und zum Tampentoni. Der hat ihn nämlich interviewt. Da geht's weiter. Hallo, servus. Da ist der Tampentoni. Robert Wilczynski. Robert, servus. Servus. Schön, dass du Zeit für uns hast. Zwrotu przez Stag. Ich bin hier schon, glaube ich, 9. oder 10. Mal nacheinander. Das ist für mich eine von den schönsten und besten Rivieren hier in Europa. Ich würde 2 Sachen am Hobby 16er ändern: Gewicht und Preis. Sehr gut. Hat Adventure durchgeführt. Vom der Platz in der Nähe von Kolberg sind wir auf dem 16er Richtung dänische Insel Borchholm gesegelt. Wir veranstalten seit letztem Jahr hier bei Sail & Surf eine ähnliche Veranstaltung, die heißt Hobby Cut Adventure Tour. Und da machen wir auch Ähnliches. Ne? Also wir fahren wirklich deutlich aus der Bucht raus und haben da letztes Jahr absolut spektakuläre Szenen erleben dürfen. Mit der tollsten Natur, mit tollsten Segelbedingungen, mal, wie gesagt, nicht immer nur vor der kleinen Haustür, sondern sind also deutlich hier über die Reviergrenze hinausgefahren und haben also wirklich ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Ich denke, das kannst du bestätigen. Es hört sich so an, als ob ihr auch also wirklich Spaß hattet. Das ist echt eine Abwechslung zum Regatta-Training. Das ist natürlich eine Herausforderung, ein Abenteuer. Und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute. Verlosung! So, willkommen zurück. Endlich gibt es die Verlosung. Was wird verlost? Schauen wir mal, was wir für euch haben. So, hier diese T-Shirts von quickhoney.com gesponsert für euch, für das Rätsel. Vielen Dank an quickhoney.com. Ganz coole Leute. 1A, was die da machen. So, das gibt's zu gewinnen. Was haben wir noch? Immer noch von Quick Honey. Dieses Shirt. Auch zum Gewinnen da. Bam. Weiter geht's. Und nochmal ein weißes mit Donuts, wer das kennt. Alles klar. So, nun zur Frage. Im Laufe der Sendung hat sich irgendwas verändert, geändert. Wer da gut aufgepasst hat, hat sicher gesehen. So, schreibt uns doch bitte die Lösung an, wie immer. Unten läuft's durch. Weiß nicht genau wo, wahrscheinlich hier unten irgendwo. marketing@sailsurf.de. Die ersten 3 E-Mails bekommen
ein Shirt. So, das war's von mir, Mario, euer Segellehrer des Vertrauens. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt Sail and Surf TV. Vielen Dank, schönen Abend. Servus.